Wir sind auf festem Boden geblieben. Das ist okay. Aber immer das Wasser. Wir sehen nur das Wasser. Ich gehe raus. Ich sehe das Wasser. Im Hof. Auf der Straße. Immer das Wasser. Die Pupester-Bibliothekarin Martine Mertens hat Françoise Lepré und Caroline Lamarche eingeladen. Die beiden machten sich zwischen Januar und Juli 2022 auf, die betroffenen Menschen zu besuchen. Lamarche hielt schriftlich fest, was die Leute ihnen erzählten. Lepré machte Bilder. On a pris des rendez-vous avec des personnes et de fil en aiguille, on a eu de plus en plus de contacts. Et donc pendant 8 mois, on est parti sur les routes, rencontrer les personnes, leur demander de témoigner. Sie wollten dieses Ereignis für die Menschen festhalten, die es erlebt haben. Die Betroffenen nannten es einen Tsunami. Das Théâtre de Liège hat eine Ausstellung in der Cité Miroir ermöglicht. Die Bilder sind organisch entstanden. Et puis à un moment donné, voilà, moi je voyais bien qu'il y avait une certaine lumière, que les murs étaient abîmés. Et j'attendais le bon moment pour essayer de prendre une photo la plus juste et la plus sobre possible. Je voulais montrer l'humanité des personnes telles que je les voyais vraiment avec leur courage et leur force dans des situations qui étaient vraiment dramatiques et catastrophiques. So können die Besucher in dieser Ausstellung vielleicht beginnen zu verstehen, was die Betroffenen erlebt haben. Die anderen, die sehen nur die Bilder. Aber in meinem Kopf ist es echt. Wir leben damit.